liebe Feingeister und Liebhaber der feinen Weine. Heute befinden wir uns wieder in der schönen Verkostungslounge im Feingeist in Mömbris. Das letzte Mal waren wir ja hinter der Bar. Da hatte ich ein bisschen was übers Dekantieren erzählt und euch einen Wein aus Österreich vorgestellt. Heute sind wir wieder in Italien, und zwar hatte ich vor kurzem schon mal aus der Serie Lunatico von Farnese den Primitivo mitgebracht und vorgestellt, den ich sehr gut fand. Die Lunatico-Serie ist eine etwas günstig, für den günstigeren Geldbeutel eine Serie gemacht, die aber meiner Meinung nach doch sehr gut ankommen, und mir persönlich, ich finde sie echt gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben hier eben Grauburgunder heute dabei, auch mit 12,5% Alkohol. Grauburgunder habe ich jetzt auf Deutsch gesagt, das Ding nennt sich normalerweise italienisch Pinot Grigio, und ja, er ist im Glas sehr hell, er hat eine strohgelbe Farbe und hat so leicht silbrige Reflexe. Ich hatte ihn vorhin schon mal hier ein bisschen geschwenkt. Er schafft es sogar, dass er so leicht ein bisschen ölig wirkt am Glas, aber das eben auch nur leicht. Was vom Geruch her zu sagen ist, da kommt so eine leichte, ja, wie will ich das jetzt umschreiben? Das ist nicht säuerlich, sondern das ist wie, ja genau, das ist so wie bei der Grapefruit. Ja, das ist wie, da sind so leichte Grapefruit-Aromen drinnen, und es vermischt sich meiner Meinung nach so auch ein bisschen mit Pfirsich-Aromen. Also du hast auf der einen Seite was Süßliches in der Nase, was eben an Steinobst erinnert, und dann hast du das krasse Gegenteil eben mit dieser Grapefruit, was ihn jetzt nicht säuerlich macht vom Geruch her, sondern wie ja, macht ihn einfach, ja, vielleicht auch ein bisschen würziger, ich weiß es nicht genau, vielleicht kann man so umschreiben. Ja, dann probieren wir doch einfach auch mal, ob das weiterhin so weitergeht mit der Grapefruit und mit dem Pfirsich. Sehr lecker. muss ich jetzt einfach mal sagen. Also, ich mag das immer ganz gern, wenn Weine generell nicht immer die gleichen Aromen haben und alles im Endeffekt irgendwo schmeckt wie, ja, wo drei verschiedene Weine habe und sage, okay, da ist Apfel drin, da ist Birne drin, na klar ist da Apfel und Birne drinnen, aber es sind natürlich auch andere Aromen drin. Und bei dem zeichnet sich das jetzt aus, dass eben diese Grapefruit, wenn man getrunken hat am Gaumen, hat man mehr Grapefruit, aber in dem Moment, wo er am Gaumen landet, hat man diese Pfirsicharomen, wo er fruchtig ist, ne? Und danach kommt eben diese Grapefruit. Das finde ich total klasse. Und ich habe gleich eine Assoziation dazu. Der passt wunderbar auf die Terrasse, der passt wunderbar zum Grillen, und da würde ich jetzt auch sagen, da ist es egal, was ich grill, ob ich jetzt ein dunkles Fleisch mal grill oder wie auch immer, ob ich mir ein Steak mache, ein Rindersteak mache oder wie auch immer, da passt der wunderbar dazu. Mit seinen 12,5% Alkohol ist er eigentlich dann auch noch ein Mitspieler, der nicht ganz so kräftig ist. Das heißt, bei den Temperaturen, die wir momentan draußen haben, den Sonnenstunden, die wir haben, passt der perfekt und steigt auch nicht gleich in den Kopf rein. Ich probiere ihn jetzt nochmal, weil er gar so gut war. Trotz der Grapefruit, die für mich tatsächlich so ein bisschen vorne ran steht, ist er aber auch schön weich. Er ist jetzt nicht so irgendwie, dass man denkt, boah, da kommt jetzt halt irgendwie hier dieser Geschmack von der Grapefruit und viel Säure und so. Das ist gar nicht der Fall. Der bleibt trotzdem weich am Gaumen. Was noch interessant wäre zu dem Wein ist, der wurde knapp mit, ich glaube, 2,5% Restzucker auf die Flasche gezogen. Ist natürlich recht wenig für diejenigen, die gerne eben mit weniger Restzucker Weine trinken. Und
Das ist ein ganz, ganz toller Alltagsbegleiter, sage ich jetzt mal, der für ganz, ganz viele Sachen eben dasteht und auch getrunken werden kann. Meiner Meinung nach eine absolute Empfehlung. Ich werde in der nächsten Zeit die Lunatico-Serie weiter verkosten für euch, weil darunter gibt es ja dann noch diesen Sangiovese und es gibt dann auch noch einen Chardonnay von Lunatico Farnese. Und deshalb, da bleibt man einfach am Ball, wie gesagt, eine günstigere Variante einfach auch, aber mit echt guten, guten Weinen. Und meiner Meinung nach sollte man sowas dann auch nie außer Acht lassen. Man muss nicht immer 10 oder 15 Euro für eine Flasche ausgeben. Das darf auch wirklich mal ein bisschen weniger sein. Und in dem Bereich völlig unspektakulär mit dem Preis. Aber dieses Preis-Leistungs-Verhältnis von dem Geschmack, also wie gesagt, wer gerne sowas mag, gerade diese Grapefruit-Note auch meinem Wein, ist da bestens bedient drinnen. Ja, dann sind wir eigentlich auch schon wieder am Ende angelangt und ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, euer Frank Lienert. Tschüss.